Hi Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt in Mechabellum. Ich habe mir als Ziel gesetzt, auf dem MMA-Leaderboard die Top 1000 zu erreichen. Ja, hier in der Division 301, also wo zum Großteil deutschsprachige drauf sind. Mein aktueller Rang ist 2368 mit einem MMR von 1075. Seit ich angefangen habe, wieder zu spielen, habe ich schon ganz schön MMA dazu gewonnen. Gestartet habe ich ja beim ersten Video so bei 700 in etwa, jetzt sind es 1075. Ziel ist es jetzt hier erstmal auf Rang 1000 zu kommen und von da an schauen wir dann mal weiter, was das nächste Ziel ist. Ja, den ersten Schritt, den ersten offiziellen Schritt in die Richtung starten wir dann jetzt auch gleich, indem wir ein weiteres Spiel starten. Begleitet mich auf der Reise. Wir werden viel lernen, wir werden uns viel verbessern. Ich habe mich schon deutlich verbessert, strategisch. Was haben wir für Starter? Ich habe mir gar keine Strategie überlegt. Wir schauen einfach mal, was kommt. Rang 3 Marksman in Runde 2. Ich glaube, den werde ich nehmen. Mit Sledgehammern, die mag ich super gerne. Arclight. Hier ist die Einheitenkombi. Finde ich besser, aber ich hole mir lieber den Marksman auf Stufe 3, weil Stufe 3 ist echt nicht schlecht. So, was hat der Gegner? Steel Balls und Arclight. Und er kriegt ein Rank 2 Rhino in Runde 4. Ja, okay. Ich will auf jeden Fall Crawler. Ja, wobei, ich nehme lieber die Fangs. Die Arclights sind gegen die Crawler nochmal eine Nummer besser als gegen die Fangs, würde ich sagen. Okay, ich setze hier die beiden Panzer und die Fangs als Kleinkram wegen der Steel Balls. Wie machen wir das jetzt hier mit den Arclights? Ich setze die gerade hier hinten dran. Ja, wobei dann... Ja, doch, müsste gehen. Wenn Stormcaller kommen oder so, wäre halt richtig scheiße. Wäre halt richtig blöd. Deshalb setze ich es hier jetzt doch lieber mal nach innen. Und einen nach außen. Pokern, welche Seite besser wäre. Komm, ich mache einfach hier. Und dann schauen wir mal. Na toll, falsch gepokert. Und alle meine Einheiten sind langsam. Das heißt, es bringt jetzt nicht viel, dass wir auf der linken Seite stärker sind. Weil bis die da sind, um den Turm zu zerstören, ist hier schon alles platt. Ja, okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er sich auf einer Seite aufstellt, ehrlich gesagt. Aber naja. Man muss mit allem rechnen. Ich habe jetzt auch gar nicht drauf geachtet, was der für ein Ranking hat. Aber ist jetzt auch egal. Ne? Wird ja schon ungefähr in meinem Bereich sein. Und das meinte ich, die machen jetzt das Blatt. Dann sind meine betäubt. Ah, wobei, vielleicht. Nee. Die zerstören jetzt die beiden und der Rest wird jetzt hier die zerstören. Und die erste Runde geht an den Gegner. Wir kriegen jetzt aber die Sniper dazu. Oder einen Sniper. Und können natürlich noch mehr kaufen dann. So, was haben wir noch? Ja, ich nehme einfach mal das mit dem Schild mit. Vielleicht setzen wir ja ein Schild ein, wer weiß. Sniper platziere ich einmal hier. Und hier. Was können wir noch dazu holen? Ein paar Crawler vielleicht. So, und ich will noch... Sledgehammer wäre natürlich auch cool gewesen, ne?
So, die setze ich mal hier hin. Und noch ein paar. Die sollen ein bisschen früher schon eintreffen. Hier hin. Ah, wobei. Machen wir es hier. Nee, ich hol's am Ende. Die sollen spät kommen. Und theoretisch könnten wir hier, glaube ich, richtig Schaden anrichten mit einem Luftschlag. Machen wir. Oh, aua, das tat weh. 2,5. Ja, nicht ganz halb, aber... Ja, eine Packung Steel Balls, eine Packung Tanks und ein paar Crawler erwischt mit einer Rakete. Ja, ist schon gut was rausgeholt. Bei den Raketen und Schilden ist halt der Nachteil immer, dass es uns für die Runden danach nichts bringt. Ne? Ich habe jetzt 50 ausgegeben. Die 50 habe ich in was investiert, was nur für eine Runde was bringt. Ich hätte jetzt zwar auch was investieren können, was jetzt für alle Runden was bringt, und das wäre vielleicht besser gewesen. Oh. Er hat halt alles auf einem Fleck, da ist sowas hier halt stark. So. Erwischt es auch meine eigenen? Ich glaube schon, ne? Ich mach's mal so hier. Ich hätte gern noch mehr Sledgehammer, aber ich will vielleicht auch mal was Neues bringen. Er hat halt nichts, was ich kontern muss irgendwie, aber was könnte er machen, um meine zu kontern? Ich hole jetzt einfach Sledgehammer, bevor die Zeit zu knapp wird am Ende. Ich kenne mich. Ich platziere die eher ein bisschen mittig hier. Und... Was mache ich noch? Bevor irgendwann Flieger ankommen, weil gegen Flieger sind wir nicht gut gewappnet, Wespen oder so, hole ich vielleicht ein paar Mustangs. Ja. Platziere die jetzt erstmal hier so. Die kommen auch schnell. Ja, wobei. Ich will sie lieber hier haben. Und können wir das upgraden? Nee, die 50 spare ich mir aber, weil wir haben schon hier. Ja, okay, die sind halt so schnell. Das war, glaube ich, doch kein gutes Upgrade. Die sind jetzt schon kaum noch in dem Bereich. Ja, also wenn er jetzt langsamere Einheiten hat, die weiter hinten starten, dann wäre es viel, viel sinnvoller gewesen. Und jetzt die Runde war richtig verkackt. Aber, ja. Den Luftschlag hat er halt nächste Runde wieder nicht, ne? In 4 Runden kommt er wieder. Muss ich dran denken, muss ich auf dem Schirm haben. Ein Schild wäre vielleicht gut gewesen, ne? Jetzt hätte ich das eigentlich erwarten können. Mal schauen, was wir bekommen. Aha, da sind schon die Wespen. Scorpion. Scorpion macht hier alles platt. Er hat jetzt den Rhino. Was mache ich gegen den Rhino? Ich habe Sniper und alles. Ich ignoriere ihn einfach. Ich mache den dahin. Ich hole noch einen Sniper auf der Seite, falls hier der Rhino kommt. Und falls er ihn hier hinten hinsetzt. Und falls die Wespen kommen. Mustang. So. Okay. Was kann ich jetzt noch machen? Mehr Panzer. Wäre das gut? Vielleicht. Mechanical Range, Reichweite. Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. Aber ich glaube, ich bräuchte auch noch mehr von dem kleinen Kram hier. Ach, ich habe schon Massen-Recruitment. Okay, also wir haben ja den Schildbonus. Also hole ich mal ein Schild. Oder 2.
Auf der Seite brauchen wir es absolut nicht. Okay. Und dann möchte ich den hier upgraden und das allgemeine Angriffs-Upgrade. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe wieder nicht groß was verändert an der Aufstellung und nicht immer gefährlich. Och nee, jetzt kommt er hier mit Stormcallern. Ja, aber klar, dass irgendwas hinten kommt. Ja, in der nächsten Runde startet es halt direkt da. Da muss es nicht erst teleportiert werden. Da wird es dann gefährlich. Kann halt auch sein, dass er den Rhino verkauft. Aber dass er jetzt die Crawler vorne dran gestellt hat, wird vielleicht ein bisschen dagegen sprechen. Sehe ich jetzt aber auch nicht als Garantie dafür, dass er den Rhino nicht verkauft. Also ich denke, ich werde was gegen den Rhino aufstellen. Vielleicht ein Sniper, der hier in der Nähe ist und dann direkt weiter nach vorne geht. Wobei nach vorne gehen, der ist ja so langsam. Underground. Wäre vielleicht nicht so schlecht. Gerade hier lenkt das alles ab. Hoffentlich. Boah, ich kann direkt hier spawnen. Das ist ja herrlich. Ich probiere es mal mit Raketenabwehr. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Oder ob das absoluter Quatsch ist. Muss man jetzt herausfinden. Und was mache ich noch? Mehr Skorpion. Boom. So. Die Sniper könnte man mal upgraden. Sowohl im Level als auch hier vielleicht Range. Oder Marksman. Er hat auch den Underground Threat, aber die werden hier schnell weggemacht. Aber lenken halt auch ab, ne? Aber hier. Die Stormcallers sind komplett abgelenkt. Ich hätte mir in der Runde echt das Upgrade hier sparen können. Oh. Jetzt habe ich hier nicht drauf geachtet. Oh, das habe ich völlig vergessen. Ich bin auch ein Trottel, ne? Boah, hat der viele Crawler, haben die Replicate? Ja, klar. Okay, da muss ich irgendwas gegen unternehmen. Sieht aktuell nicht so gut aus. Boah, macht das Schaden. Genau, ich hole meinen eigenen Crawler. Und ich hole die Typhoons. Ja. Oder Vulcan. Ich nehme die Typhoons. Ich setze ein paar hier. Ein paar hier. Oh, ich glaube, ich muss die so setzen. Ist zwar blöd. Ah, nee. Die sind auch den Panzern irgendwie im Weg, ne? Was haben die für eine Range? Was haben die? Egal. Ich mache jetzt einfach. Berühmte letzte Worte. Ist noch relativ schnell, ne? 9, ein bisschen schneller als die anderen Dinger. Hier mit Impact Drill schlagen die Replicate Crawler. Deshalb hole ich jetzt ganz viele Crawler an allen Fronten und mache hier Elite. Boom, boom, boom. 50 habe ich noch übrig. Dann hier die Crawler. Ich upgrade. Ich hole noch mehr Geld, meine ich. Einfach, weil es um die Wurst geht. Schild. Das jetzt so gut war. Alles spontan irgendwie entstanden. Oh, er hat einen Overlord, okay. Mutterschiff vielleicht, Reichweite, Photonen, könnte alles nervig werden.
Wobei die Typhoons gegen Mutterschiff schon mal gut sind, die Sniper in Kombination. Ja. Ah, er ist wieder durchgekommen hier. Ich habe doch so viel Zeug dort platziert. Ist ja unglaublich. Ah, verdammt. Das war jetzt wieder der Untergang. Ich glaube, die Runde ist verloren. Weil er hat sehr viel Zeug. Das könnte für 1500 Leben ausreichen. Ja, ist halt auch viel Kleinkram. Wir schauen mal. Ja, easy. Okay, ich setze jetzt alles auf eine Karte. Ich komme hier wieder mit dem Untergrund nervigen Zeug. Dann habe ich hier einen Sniper, der direkt ihn im Visier hat. So. Man könnte auch einen Hacker hinstellen, ne? Aber ich will jetzt nichts. Ich brauche nämlich die hier. Boom. Zwei Stück will ich. Mehr Geld. Mehr Einheiten. Boom. Und die sollen hier. Ah, er hat halt einen Sniper. Ne, er hat keinen Sniper, ne? Ne, gar nichts in die Richtung. Ja, schön hier vorne reinkommen. Na, so. Und so. Und was mache ich noch? Scharfschütze upgraden ist eine gute Idee. Hier einen Luftschlag noch. Mal schauen. Die müssten ja jetzt eigentlich relativ schnell da durchkommen. Und die hoffentlich nicht mehr. Ja, er wird schon vom Sniper anvisiert. Aber ich bräuchte mehr Kleinkram. Nein, er kommt durch. Die Dinger sind so stark. Oh, er hat auch jetzt die. Ja, ach, da hätte ich halt irgendwie einen Skorpion hinsetzen müssen oder so. Oh, Katastrophe, echt. So, gut gespielt. Kann man jetzt von uns nicht behaupten. Naja. Man kann nicht jedes Spiel gewinnen. Also, das war ein sehr guter Auftakt für den Aufstieg zur Top 1000. Und von diesem Niederschlag an werden wir jetzt nur noch weiter nach oben aufsteigen und wir gucken uns jetzt noch das Ergebnis an. MMR-9 ist okay, kann ich mit leben und dann bis zur nächsten Folge. Ciao.